Da stehe ich nur vor meinem Garten und fühle mich gerade stark genug dafür, euch reinzugehen oder für uns. Ich sehe das Ganze ja im Wir und dementsprechend versuche ich für euch jetzt so ein paar schöne Ecken einzufangen. Ein Video zu machen. Ich war jetzt seit dem letzten Video nicht mehr hier, außer ich glaube ein oder zweimal vorm Garten vorbei. Habe aber nicht weiter reingeguckt. Das möchte ich aber heute tun, hier und jetzt. Und dafür gehe ich hier direkt mal rein. Es wildert alles zu. Ui, Tür geht gerade noch so auf. Aber es hängt schon ordentlich. Das finde ich auf jeden Fall hier vorne schon mal wunderschön. Guck mal, wie die Goldrute aussieht. Oh, wow. Ja, der Herbst hat dann schon was Schönes inne, finde ich, auf dieser Ebene. Und hier kreuzt eine Pflanze unseren Weg. Das ist ein Mais. Und ich glaube, den nehme ich mal direkt schon mal ab, weil ich, wenn ich da schon Lust habe, das mitzunehmen, dann nehme ich das doch mal mit. Da ist auf jeden Fall was dran für mich. Bin gespannt, welche Farbe die Maiskörner nachher haben. Hab da ja verschiedene Farben drin. Das lege ich mal hier vorne hin. Stocke ich wieder drüber. Gefreut habe ich mich aus der Ferne über eine Pflanze, da kommen wir gleich noch hin. Die ist nämlich sehr auffällig, denn während hier alles so verblüht ist, was die Sonnenblumen angeht, gibt es noch eine andere Stelle, da steht eine Pflanze noch richtig gut da. So ein bisschen in der Ferne kann ich euch das schon zeigen. So, und ich tinge mal links rum im Uhrzeigersinn. Also hier vorne, Weißdorn ist ordentlich groß geworden. Ich hatte das ja auch mal so ein bisschen beschnitten, damit hier die Zaungäste nicht irgendwie mal also in die Augen gepiekt kriegen. Muss ja nicht sein. Hier vorne ist noch eine Lemon Queen, hammercool. Das freut mich besonders hier an dieser Stelle. Ja, und dann hier so ein schönes Meer. Was für eine Fülle. Also dieses Flauschige, also es bleibt ja eine Weile stehen hier, das ganze Geschichtchen. Also über den Winter wird natürlich ein bisschen alles abfliegen. Ich mag das. Voll schön. Und hier auf der Ecke darf die sich auf jeden Fall breit machen. Ja, durchlaufen kann ich noch so gerade. Bewegt mich mal langsam voran. Oh, wie cool. Also das hier dürfte eine Königskerze sein. Und da unten noch eine zweite. Ich hatte ursprünglich nur die im Kopf. Wo kommt die denn her? Ja, ich sag nicht nein. Ist hier noch eine? Da ist noch eine. Oh, cool. Ja, das sind dann so Sachen, wenn ich zurückkehren darf. Dann kann ich die im Garten verteilen. Und hier die Tomatenpflänzchen, beziehungsweise war ja eine nachher, das sieht derweil so aus, er hat ihre Zeit gehabt, auch wenn das dann noch so schön im Video leuchtet, das sieht trostloser aus in Wirklichkeit. Na, was für ein schönes Zeichen des Himmels. Na gut. Ja. Also sollte ich irgendwann zurückkehren dürfen, weiß ich auch, wo ich anfange. Hier gibt es noch so einige Sachen zu retten vom Winter, vom schlechten Herbstwetter, wozu auch das hier vorne gehört. Da habe ich ja zum einen hier Pfähle drin. Mal gucken, ob ich die rausziehen kann und da als Ersatz was anderes reinmache und dann nächstes Jahr wieder aufbaue, das Teil weg. Hier links mein kleiner Tisch. Ja, so sieht es hier aus. Cool, cool. Also hier unten waren auf jeden Fall noch jede Menge Kartoffeln. Da habe ich auch die Zitronenverbene. Guckt euch die an, guckt mal, wie groß sie geworden ist. Habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Hier ging es echt ein bisschen schwierig gerade. Das Ding ist 2,50 Meter groß. Wow, cool. Ja, das macht schon was her. Ja, der Rest bleibt wild. Ja, gehen wir mal, stiefeln wir mal weiter. Also hier wäre jede Menge zu tun. Ich würde echt von vorne anfangen. Das ist ein anderes vorne. Ich habe andere Strukturen. Ich fange komplett von vorne an, sollte ich hier wieder reinstiefeln können.
Oh, hier ist noch Kohl, sehe ich. Und da unten liegt noch eine Gurke. Da macht sich eine Schnecke gerade drüber her. Und eine Gurke hatte ich wohl auch noch. Ja, schauen wir uns um. Hier liegen noch Zwiebeln rum. Würde ich auch welche mitnehmen. Ja, das mache ich gleich. Das spare ich mir jetzt. Da habe ich noch irgendwie Kürbis, kleine Kürbisse, Tomaten. Ach, ich bin gerade dran vorbeigekommen. Die Tomaten habe ich mir gar nicht richtig angeguckt. Boah, hier sehe ich auch schon ein paar Sachen unten liegen. Das, irgendwas ist da noch. Da ist auch noch eine. Die schlägt da schon Wurzeln. Geil. So. Da sind noch Zucchinis. Die sind richtig groß. Oh, wow. Also ich mag das total gerne, was ich sehe. Aber die fehlende Struktur, wie ich sie mir erkämpft hatte, das gefällt meinem Kopf nicht so. Ja, na gut. Tingle ich mal weiter. Also ich meine, da vorne sind Physale. Das letzte Mal durfte ich naschen. Das war so eine Freude. Wirklich, das war so ein Moment. Das war, ich habe es ja im Video gehabt. So ein Moment, wo ich wieder so, oh, krass ist das hier dicht. Hier haben wir von der anderen Seite. Schon ein schönes Fleckchen Erde hier. Nach wie vor, trotz, ich sag mal, des Chaoses. Die Natur mag's, ja. Die kriegt das schon hin ohne uns, wie gesagt. Ja, hier sind Physalis noch drin. Und da sehe ich einige hängen. Cool. Wow, das ist gut. Da hängen sogar noch ein paar mehr. Da ist noch eine Beete, eine gelbe Beete. Sofern die sich gehalten hat. Ja, ich glaube, die Tomaten sind durch. Muss ich so sagen. Das ist echt krass. Ja, da hätte ich echt was vor mir, ey. Da hätte ich richtig was vor mir. Also das sehe ich noch überhaupt nicht. Da bin ich noch so weit von entfernt, hier irgendwie wirken zu können. Also ich hatte schon mal Lust, wow, hier ist Mangold zwischen und dann auch noch so eine Farbe, wie ich ihn mag. Ah, schön. Kapuzinerkresse en masse. Tomaten, ja, die sind durch, die schmecken nicht mehr. Außer nach Wasser nachher. Eine blühende Minze so spät. Cool. Ja, gibt auch noch Überraschungen hier. Und dann hier die Lemon Queen habe ich ja letztes Mal schon eingefangen. An dem Tag, wo ich hier war und einige Dinge passiert sind, da habe ich auch da, wo ich stand, alles stehen und liegen lassen. Ich muss erstmal einen Weg finden. Es gibt echt nur diesen einen, wo ich gerade vorhin schon rum bin hier. Alles stehen und liegen lassen, es ist alles rausgeflogen. Es war dann in dem Moment einfach nicht mehr wichtig. Ja, in alter Manier auch nochmal ein Zug. So. Jetzt bin ich hier und das, was ich euch zeigen wollte und das, wovon ich sprach, also hier ist noch die Sonnenblume, die macht noch mal richtig was her hier. Ah, richtig cool. Magisch. Also es stehen draußen noch Sachen rum, die Natur hat sich das geholt, keine Ahnung. Ich wurde voll aus meinem Ding gerissen. Und deswegen, ja, hier steht zum Beispiel so eine, oder liegt sogar so eine Flasche noch rum. Das ist mein Kakao trinken morgens. Hier noch eine Packung Taschentücher. Ja, ich erinnere mich wieder, hier gab es einen Unfall. Alles voll Scherben. So. Das, was hier liegt, ist auf jeden Fall... Das freut mich, die Äpfel sind reif. Ein paar sind noch übrig. Ja, und das, worum ich mich kümmern würde, wisst ihr, das mache ich jetzt. Jetzt habe ich meinen Rasenmäher einigermaßen läuft.
Und dann steht er im Regen rum und ja, das hat mich einen anderen gekostet, deswegen. Das ist jetzt meine. Ich glaube, ich werde glücklich sein, dass der wahrhaftig dann mal in den Bunker kommt. Oh, ist hier dann alles rumgeflogen. Na gut. Kleines Handicap. Jetzt stehe ich erstmal hier. So. Ja, hier sieht es derweil so aus. Mein Sperrmüllhaufen. Ja, überall rausgerissen. Das ist das, wovon ich rede. Der Korb liegt hier auch nur rum, weil ich den nicht geschafft habe wegzupacken. Da wo ich. Das ist halt nervig. Also ein paar Sachen würde ich hier natürlich gerne. Also allein was hier alles auf dem Boden rumliegt. Hier. Da könnt ihr sehen. Raus. Ich konnte einfach nicht mehr hier sein. Ich habe das alles vergessen hier. Keine Ahnung. Und das ist noch mein Baum des Lebens. Mein Projekt. Also den würde ich mir in meine Wohnung stellen. Den hole ich mir hier wahrscheinlich nochmal irgendwann raus. Mal gucken. Da. Lauter Holz gesammelt und geholt, steht die ganze Zeit unter Wasser. Das habe ich euch schon gezeigt. Ne? Hier liegen auch noch Zwiebeln rum. Da sollten noch Kartoffeln sein. Wow, die sehen immer noch gut aus. Ja, spricht für sich alles. Ne? Ihr seht es. Ich war lange nicht hier. Aber ich muss sagen, der Garten strotzt vor Leben. Und ich sehe auf jeden Fall hier und da eine Stelle, wo ich zuletzt bei war. Also soll das irgendwann wieder losgehen. Normal ist das so, dass es für mich keine Pause im Jahr gibt. Ich meine, bevor ich hier beim Schrebergarten angetreten bin, habe ich mich um ein Bikepark-Projekt gekümmert. Daneben an. Und hat 200 Meter weiter ungefähr, vielleicht 300. Da habe ich 10-mal mehr gemacht als hier. Oh, eine wilde Karde. Guck mal, das sind alles so Sachen. Es verteilt sich alles von selber im Garten. Irgendwo wächst was und dann kann man das nachher in die Beete einbringen. Cool. Ja, das schockt. Und ich muss sagen, jetzt mit der Zeit, ich wollte das ja ziemlich schnell verändern hier, das blaue Ding. Mit Dach drüber und so, aber im Moment ist noch alles cool. Fand ich dann doch schön, schon so wie das ist. Aber fertig ist es für mich trotzdem noch nicht. So, hier kann ich nochmal durch. Da hängen hier noch Bohnen rum. Ja, das habe ich alles verpasst. Wow, das ist echt ein Riesenteil, ne? Also Sarko könnte ich noch ziehen. Gut. Übrigens hier mal so auf der Höhe. Lange keine Form mehr gekriegt. Wobei ich mir das echt richtig schön Stück für Stück überall... Ja, erkämpft habe, kann man schon so sagen. Da habe ich nur eine. Oha, das ist nicht so gut. Aber das macht nichts, da ist noch genug drin. Die sind noch nicht so doll aufgekeimt. Ja, Werkzeug steht draußen rum. Irgendwelche Sachen noch. Oh. That's it. Da habe ich noch Sachen. Ja. Und? Das sieht nach einer fetten Hand aus, wie ich dachte. Guck mal, da kann man einmal reinlinsen. So, und ich schnappe mir jetzt noch mal ein paar Zwiebeln. Ein paar meine ich wirklich nur zwei. Ich habe keinen Kühlschrank und Fruchtfliegen sind auch nicht fern. Die mögen Zwiebeln. Auf jeden Fall meine. Nehme ich die doch direkt mit, oder? Ach nee, die nicht. Die daneben. Duftet gut. Ja. Jetzt muss ich erstmal wie ich finde. Das gibt's ja gar nicht. Ein Labyrinth heute, noch mehr als es sonst ist. Das sind die zwei Zwiebeln. Jo. Naja. Also ich habe mich dieses Jahr, finde ich, sehr gut geschlagen für die Umstände und habe letztendlich auch gezeigt, wenn ich da mein Ding mache und man mich auch machen lässt, dass da hier sehr, sehr viel geht. Aber in den Umständen war es mir nicht möglich, das durchzuziehen. Ich habe oft genug mir meinen Raum erkämpfen müssen.
Und es wäre so viel mehr möglich gewesen, so viel mehr. Und vor allen Dingen der hintere Teil, der auch mal Liebe braucht, wo ich schon so lange drauf warte, überhaupt hier mal schon, jetzt bin ich im 7. Jahr, mal überhaupt gefühlt ankommen zu dürfen, anzukommen, sollte noch nicht sein. Ich hoffe, das darf sich noch ändern. Mir fehlt der Garten, mir fehlt die Struktur, ich habe totale Probleme ohne den Garten gekriegt. Und ich bin derzeit in einem Ersatzprogramm, das fällt mir unfassbar schwer. Was hat mir hier denn jemand reingeworfen? Nicht lustig. So, ich erstmal einmal hier oben rein. Nee, keine gute Idee. Da tut ja nicht Not. Jetzt soll ich da doch noch mal in die Mitte rein. Den Müll wegbringen. Obwohl, nee, da hinten ist der Eimer. By the way, die Sonnenblumen, die könnt ihr euch schnappen. Und da gibt es Möglichkeiten, die in der Pfanne zuzubereiten. Das hatte ich dieses Jahr vor. Kam ich nicht zu, aber hatte ich vor. Kann noch kommen. Ich meine, ich habe jetzt ordentlich Zeit zu überbrücken. Ja, um über einen Monat zu kommen, und da werde ich alles Mögliche noch ausprobieren, sofern ich da die Kraft zum Kochen habe. Ja. Ich merke das schon an meiner körperlichen Verfassung, dass mir hier die Bewegung aus dem Garten fehlt. Total. Ich habe meine roboterhaften, steifen Bewegungen wieder gekriegt. Auch wenn ich da auf allen möglichen Ebenen versuche, Abhilfe zu schaffen, ist die andere Kraft bisher stärker, aber ich halte mich so, dass es gerade so geht. Aber ich merke schon am Ischias und an den Schmerzen und dass ich ständig aufwache vom Ischias. Ja, also die Bewegung aus dem Garten, ich habe es ja nicht ohne Grund erzählt, ne? Also so ein Garten, der heilt den ganzen Körper, Körper, Geist und Seele. Natur hilft einem dabei. Oh wow, echt. Ich nehme noch ein Mais mit. Doch, da vorne ist einer. Gar nicht so leicht mit einer Hand. Mann, der sitzt stramm. Jetzt habe ich ihn. Geruch ist auf jeden Fall schön. Ja, die Sachen sollen jetzt erstmal in meinen Rucksack. Ist jetzt auch schon sehr, sehr dunkel geworden. Ich hoffe, ich konnte so einen kleinen Eindruck vermitteln. Und mal wieder was von mir hören und sehen lassen. Nach wie vor vielen lieben Dank. Dank eurer Unterstützung muss ich nicht einfach zu Fuß unterwegs sein oder mit zeitweilen reparierten Rädern eine Zeit lang durchkommen. Aber mir fehlt so nochmal an Geld, um die Reparaturen aufrechtzuerhalten. Alte Räder brauchen halt ein bisschen mehr Liebe. Und das eine oder andere kostet dann auch mal Geld. Für Reparaturen von Fahrrädern war grundsätzlich einfach nichts da. Und da habt ihr mir geholfen. Vielen Dank. Aber das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Vielen Dank an alle da draußen. Wie gesagt, auf jeglicher Ebene der Unterstützung. Die einen sind halt die Kommentare schreiben, die anderen sind die Stillen, die anderen die beten, die anderen ja, lassen mir Geld zukommen, dass ich irgendwie über einen Monat komme. Vielen lieben Dank. Wirklich zutiefst vielen lieben Dank. Hab's auch oft genug schon gesagt. Dennoch, Dankbarkeit gilt es weiterzuleben. Das gehört zu meinem Wertekanon, kann man das so sagen? Zu meinen Tugenden. Wäre das richtig? Nagel mich da nicht fest. Ja. Krasse Zeiten. Echt krasse Zeiten. Was bleibt mir da am Ende noch zu sagen, außer euch alles Gute auf euren Wegen zu wünschen? Und für uns alle wünsche ich ein menschliches Zusammenkommen, dass wir es ja im Morgen irgendwann mal hinkriegen. Das ist halt alles wie eine Geburt, es braucht seine Zeit, es ist ein Prozess, um auch innerlich zu heilen. Und wir gesellschaftlich haben da ja einiges im Raum, was wir durchmachen. Für euren eigenen Weg, für euer eigenes Abenteuer, eurer menschlichen Seele alles Gute, dass ihr dann Ruhe und Frieden findet, sofern Leid vorhanden ist, aber das ist in der heutigen Zeit kaum ausgeschlossen. Ein leidfreies Leben, viel Gesundheit
Und wie gesagt, ganz viel Licht und Liebe im Herzen. Wird zeitnah. Jetzt haben wir Herbst. Der Winter kommt irgendwann mal Dezember. Und ja, ich sag mal, die Jahreszeiten haben ja auch noch was anderes in sich. Und wir können zum Ende des Jahres ja ganz oft Verarbeitungsprozesse abschließen und dann in ein neues Jahr starten. Wobei für mich, und das betone ich immer wieder, das neue Jahr am 21. März, beziehungsweise im Dreh darum, dann startet und nicht erst oder nicht schon am 1. Januar. Das ist für mich noch tiefster Winter und gehört für mich noch zu der Endphase des solaren Kalenders von 12 Monaten. Das ist alles irgendwie verschoben. Der Einklang gefällt mir auf andere Art und Weise besser, deswegen erzähle ich davon. Ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Es gibt Sachen, die habe ich von woanders erfahren, studiert und geprüft für mich, und das ist das, was für mich aufgeht. Der solare Kalender, und ich habe dieses Jahr auch ab und zu den Mond erwähnt, der lunare Kalender, das ist letztendlich das Ergebnis von beiden in und außerhalb von mir. Das ist alles miteinander verbunden. Und ja, Labarababa. Ich finde wieder keinen Punkt. By the way, ich habe den Tipp gekriegt, Kastanien verscheuchen Fruchtfliegen, soll klappen. Hat jemand ausprobiert, soll klappen. Ich werde auch mal ausprobieren. Gute Sache, brauche ich. Ich finde keinen Punkt. Ich weiß nicht, wie ich tue. Das alte Charme, altes Muster, was gerade läuft, und ich finde einfach keinen Punkt. Ich sage jetzt einfach mal und weg.